Ja, herzlich willkommen zum Race-Vlog aus Torgau. Ich bin jetzt hier auf dem ersten Test in Torgau, auf dem Enduro-Test, den längeren der beiden Tests. Es ist viel trockener, wie ich mir gedacht habe, weil es war eigentlich Regen angesagt. Wetter seht ihr ja, ist herrlich. Also Bedingungen ein bisschen anders, wie ich mit gerechnet habe, aber Strecke sieht eigentlich ganz cool aus. Mal gucken, wie es so wird. These are the things I can do without. Okay. Allererste Mal. Okay. Wo dieser Stein liegt und dann geht's ganz eng. Genau, wo wir quasi nach dem Wups fahren wir über diese Betonröhre, dann über diese. Ja. Scheiße da. Dann nach hoch. Dann diese paar Kurven und dann fährst du hoch. Ja, okay, und dann geht's okay, oben das einzige Mal, wo es nach hoch oben rechts weg geht. Ja, okay, dann weiter. Austragen, wenn es geil wird, fahren wir ein bisschen nach links rüber. Orientieren uns nach außen, wir können schräg den Hang hochspringen. Fahren da hoch. Beschleunigen vor und dann ist die einzige Abfahrt, wo quasi nur so ein schmaler Bereich ist, wo man sein muss, wo Flexi so ein bisschen das Rad anheben will und dann runter beschleunigen will, wo so ein bisschen der Ast reinsteht. Und dann kommt die links, rechts, da ist außen so ein Schild, da steht leicht. Und dann fahre ich einfach immer diesen Wall hoch, ja, und dann merkst du dir die Passage und die neue Passage beginnt eigentlich da und die beginnt halt ganz einfach, dass wir einfach erstmal komplett am Zaun lang ballern. Mhm. Einfach nur als Gedanke. Wir spielen das neue Netting-Ausflug so weit drauf, weil es gab jetzt ein Update und jetzt stellen wir alles wieder sozusagen auf die Grundkondition ein, dass alles wieder passt und dann geht's richtig ab. So, also wenn ich hier drücke, Auslaststeuerung, Aktor anlernen. Rechts wollte ich ein bisschen durch den Rutschstadt zünden, dass man da gerade fährt und ein Richtung Kinderstrecke dann. Genau, dann links, dann geht's auf den Doppeltyp, wie du gesagt hast, da könnte man hoppeln, ja. Ist aber die Strecke. Warum weißt du das? Weiß ich nicht. Ich habe damit erzählt. Rechts, dann geht's nochmal so durch den Dschungel, runter in den Sand. Step up. Lass ihn einfach rein. Rechts, in das Auto reinlegen. Ja. Ey, warte mal, wie viel rechts, links geht man? Doch, doch, aufs richtig. Das habe ich aber nicht vor Augen. Richtig querlegen für die Helferzone. Dann nochmal richtig querlegen und dann beim letzten nochmal richtig querlegen, einfach um sie abzumaulen. Dann links, rechts, Ziel. Ja, okay, ist eigentlich easy. Digga, der Mann kann den Test komplett auswendig und der ist gerade mal zweimal gelaufen. Mann, jetzt los. Jede Kurve. Ab geht's. Wir sind einfach noch ein paar kleine Hühner. Ich chill hier gerade mit meinem Homie und mit den Hühnern. Geil. Na Jungs, alles fertig? Alles fertig, Motorräder stehen im Park für mich. Vorstart. Gereicht. Können wir nochmal machen? Du bist Zweiter, 3 Sekunden, Liter Vogt, 1,6 vorhanden. Also siehst du. Wir müssen dann einmal um den Rahmen rum. Der andere ist extrem rutschig, das ist ja eine Fühlfrage. Ist dein auf Nix seine Zeit? Ja, ich bin nur so verwirrt. Über die Sprünge rück. Vorher guckst du nochmal in den ersten Gang. Wo,
Also Cross-Strecke, Jungs, da wo diese zwei Tables sind, die wir zum Monster-Double genannt haben. Also danach die Kurve, komplett schön, dass man das Ding richtig wegkriegt. Wie kannst du das machen? Ich glaube, meine Karre wird ein bisschen schnell bis zu dem. Du schaffst eine Doppel, ne? Ja. Ey, ich spring bis an den nächsten ran und drück den dann auch noch was weg. Das hat so lange gemacht. Okay. Aber jetzt seid ihr heute weg. Im Wald? Im Wald habe ich dann ganz vorsichtig gemacht. Da bin ich einfach nur rutschig, weil in den Innenspuren sind Wurzeln drin. Und ich hatte in einer Kurve, in der letzten 180 Grad, wo du wieder zurückfährst Richtung Ziel, da ist innen eine richtig eklige Wurzel. Du hast jedes Mal rausgeschoben. Jedes Mal hast du das Vorderrad. Ja, rechts. Nee, rechts. Achso, so weit bist du schon. So ganz vorne. Schikane, Schikane, dann die ganz lange rechts. Viel Spaß. Ist die 608. Der Felix Melnikov. Er ist auch der amtierende B-Championats-Champion aus dem letzten Jahr.
was ich meine? Ja, das Schwarze geht damit rein. Aber du musst außen in die Wand reinfahren. Aber an der Stelle bin ich vorher. Der ist schwarz ist nicht drin. Okay, cool. Aber an der Stelle bin ich vorher. Du willst mich abgebaut. Abgebaut? Ja, die Runde davor. Hoch oder hoch? Ja. Musst du da jetzt nicht hinlegen, musst du auch haben. Ja. Aber danach fährst du ausweilen. Du fährst nicht gegen den Stamm. Ja, mit Schwung. Hey, ist da kriegst rum? Du festziehen. Du fährst von außen wieder raus. Schubst du 04? Du hast eh nichts mehr zu verlieren. I'm talking to you, Panama. Aber du könntest halt das so schön. Ja, aber das ist dann halt. Die Kurve ist so oder so eng, weißt du? Ich glaube, ich werde es von innen probieren, weil ich finde das sexy als dadurch diese Sünde. Ja, klar, kannst du halt hier frei, außen aufs Gras da. Und dann kannst du. Ich Block anvisieren. Bist du so Coach am Rande? So, ja, hier, da, dort, das ist geil. Hat man ein Minus auch da. Stimmt, stimmt.
Ja. Du kannst ja versuchen, von hier zu kommen. Meine. Was wolltet ihr gestern machen? Hauptspur und dann aber nicht in der Hauptspur runter, sondern hier daneben fahren, weil du dann nicht zu diesem Lunken hast. Dennis besprochen, eben über die Kante reinspringen, dann einfach durchziehen. These are the things I can do without.
besten Team, Nick Matthias. Zweiter Fahrtag hier beim ersten ADAC Sprint Enduro in Aidne. Applaus, Finn Hannemann, Nick Matthias, Florian Brauns.